FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Ja, der Herr Körber hat gerade angesprochen, den Multilateralismus. Da sind wir dafür zu haben, aber in dem Plan findet er sich nicht wieder, sondern wir haben hier immer noch eine starke Betonung auf den bilateralen Ansatz. Illusion statt Vision, das wäre eigentlich die richtige Überschrift für den Haushalt der Entwicklungszusammenarbeit. Ein Haushalt ohne Strategie. Und diese Strategie sollte ja ursprünglich angekündigt werden, zusammen mit Horst Seehofers Masterplan. Und die Veranstaltung wurde ja dann abgesagt. Und die Strategie ist in dem unsäglichen Streit der CDU-CSU offensichtlich irgendwo hängen geblieben. Und sie soll ja auch bis auf Weiteres nicht veröffentlicht werden, hat eine Anfrage ergeben. Und die Große Koalition bleibt auf vielen Gebieten ein Ankündigungsweltmeister. Breitbandausbau, Energiewende mit SüdLink, innere Sicherheit, Fortschritte für Europa und zuletzt der Haushaltsaufwuchs parallel von Verteidigung und Entwicklung. Was haben wir nicht alles schon gehört und was wurde uns versprochen und was wurde nicht gehalten? Und hier reiht sich der Haushalt des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit nahtlos ein. Kein Konzept, kein Fortschritt, immer weiter so, das eigentliche Problem aber nicht angehen. Ankündigungsmeister auch in der Entwicklungszusammenarbeit. Große Worte auf dem G20-Gipfel, Förderung privater Investitionen in Afrika, Worte, die jedem gefallen, und kaum ist der Medienaufschlag verhallt, wird es still. Die deutsche Wirtschaft vermisst seit einem Jahr hier Bewegung in dieser Frage und ist, wie auch die afrikanischen Staaten, sehr enttäuscht. Weitere Illusionen, Beruhigungspillen für den Bürger, ein Marshallplan für Afrika, nichts Geringeres. Hier sollen 80 Millionen Deutsche 1,5 Milliarden in Afrika den wirtschaftlichen Aufschwung bringen, wenn wir uns da mal nicht überheben. Und jetzt haben Sie nicht mal Geld dafür im Budget verankert. Oder Perspektive Heimat, Rückkehrzentren in Afrika, um Flüchtlingen in Deutschland ihre Heimat wieder schmackhaft zu machen. Sie wollen dort Jobs vermitteln, die es gar nicht gibt. Ich habe mir das selber angeschaut in Erbil. Da wurde jungen Menschen beigebracht, wie man einen Lebenslauf schreibt. Das ist natürlich eine riesige Hilfe für diese Leute. Ich meine, da kann man das Geld sinnvoller einsetzen. Kaffeekapseln, Kaffeesteuer, grüner Knopf oder wie man Gurken in Treibhäusern besser anbaut. All diese unüberschaubaren Spontaninitiativen des Ministers sind per se ja eigentlich gut, aber löst das grundsätzliche Problem leider nicht. Und ein grundlegendes Thema ist gute Regierungsführung. Deutschland hat viele bilaterale Projekte zur guten Regierungsführung initiiert und begleitet sie. Aber sie konnten nicht verhindern, dass weiter Konflikte entstehen, Bürgerkriege aufflackern im Kongo, Tansania, Togo, Kamerun und andere mehr. Die Bemühungen scheitern. Warum? Weil die Projekte nicht multilateral gestützt sind. Herr Körber, für Sie nochmal. Die Projekte scheitern, weil sie multilateral nicht gestützt sind. Und die Fluchtursachenbekämpfung durch Entwicklungszusammenarbeit, das scheint ja fast ein Modewort zu werden, aber schauen wir uns die Realitäten mal an. Internationale humanitäre Hilfe, und hier hat Deutschland einen sehr guten Beitrag geleistet, und die UNHCR leistet hier Hervorragendes, wenn Sie sich die Lage in dem Bürgerkrieg in Syrien anschauen, wie die Lager rund um Syrien gestützt worden sind. Das war ganz großartig. Und das verhindert natürlich Flüchtlingsströme, wenn man genügend Geld gibt und nicht wie 2012 dann eben spart. Aber wir haben noch ein anderes Phänomen. Das ist die Armutsmigration. Geschätzte 500 Millionen in Subsahara-Afrika würden lieber heute als morgen nach Europa kommen. Darüber müssen wir uns klar sein. Und sie werden erst bleiben, wenn sie dort auch ein Leben in einigermaßen Wohlstand haben. Wissenschaftler haben ausgerechnet, dass es etwa bei 7.500 € pro Kopf und Jahr liegt. Und wenn man die bisherigen Wachstumsraten dieser Länder unterstellt und bisherige Entwicklungszusammenarbeit so weitermacht, wird es rund 200 Jahre dauern, bis sie dort angekommen sind. Deshalb müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass die Entwicklungszusammenarbeit für Afrika nach 40 Jahren und vielen Milliarden eigentlich nicht das Ergebnis gebracht hat und nicht die Effizienz gebracht hat für das, was wir eigentlich brauchen. Und es darf deshalb nicht so weitergehen.
Eine Neuorientierung ist dringend nötig. Erstens echte Konfliktprävention mit internationalem Druck auf Kleptokraten und Despoten in diesen Staaten. Lösung für die Klimakatastrophe, mehr Wald für den Klimaschutz. Selbst in Ländern, wo Deutschland Forstprogramme unterstützt, nimmt der Wald eher ab. Das kann nicht sein. Und die Armutsmigration richtig bekämpfen durch Medienkampagnen, aber auch durch Empfangszentren in Afrika, dort, wo sich die Fluchtrouten sammeln. Und zuletzt, das ist natürlich das Wichtigste, Wohlstand schaffen durch Privatwirtschaft, dazu Freihandel, Risikoentlastung für Investoren, verbesserte Rahmenbedingungen in diesen Ländern durch Rechtsstaatlichkeit, Eigentumsgarantie, Grundbücher und korruptionsfreie Verwaltungen. Und das ist nur multilateral durchsetzbar. Kommen Sie bitte zum Schluss, und zwar relativ zügig. Wir Freie Demokraten stehen bereit, das Genannte umzusetzen und auch mehr Geld in die Entwicklungszusammenarbeit einzusetzen, wenn denn die Richtung und das Programm endlich stimmt. Vielen herzlichen Dank, Dr. Hoffmann. Nächste Rednerin,